Ja, guten Tag, wir spielen heute mal wieder ein bisschen Sherlock Holmes und David's Daughter. Ja, wir sind gerade in Lord Marshs Haus eingedrungen. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie da so weitergeht. Es ist wohl noch so ein geheimes Treffen geplant, ne? Hier sind wir auch. Untersuchen. Ah, jetzt müssen wir wieder hier Bücher hier. Grunzt und Eich, ja, okay. Okay. Schauen wir uns an. Watson, was machen Sie an meinem Tisch? Ich muss nur etwas von Lord Marsh überprüfen. Ja, dann. Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Ja, dann. Blut, ne? Fokus vor, Fokus zurück. Da. Auslauf mit kleinen Blutstropfen. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Da war er doch, ne? Ich muss mit dem Glasstäbchen eine Probe davon nehmen. So. Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Ja. Kobalt, Alkoholsäure, Methylenblau. Wahrscheinlich ja das, ne? Dafür brauche ich eine Pipette. Also, okay. Allgemein richtig. Ich dachte ja so einfach drauf ballern. So, okay. Okay. Also ja, im Labor und dann. sehen wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Oh, schau mal, ne? Okay, untersuchen Sie die Probe und halten Sie Ausschau nach ungewöhnlichen Elementen. Da. Mykobakterien. Lord Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Ja, da haben wir es herausgefunden. Holmes, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie mir das. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Ja, Warum dann. setzen Lord Marsh und Dr. Fischer alles daran, diesen Umstand geheim zu halten? Interessant. Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber, mein Gott. Glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich. Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus. Okay. Da denken wir mal. Ja. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Geht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula. Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an. Ja, dann. Wie aufregend. Ja, wie aufregend, Dracula, ne? Okay.
Militärisches Abzeichen, Wolfshasen. Jesuel Pres. Okay, dann schauen wir mal alles durch. Ach, guck mal. Wolfhase. Ein Wolfhase ist halb Wolf, halb Hase. Dem Clan der Lovat Scouts diente er als bildhafte Spitzname für sich selbst. Der Lovat Scouts bildete später die erste offizielle Scharfschützeinheit der britischen Armee. Ja, das ist gut. Kunstneiche. Auf der Karte, die der Einladung an Lord Marsh beilab, ist die Kunsteneiche markiert. Können wir da durch, ne? Da. Die Grunzorn-Eiche. Die Grunzorn-Eiche ist ein seltsamer und geheimnisvoller Baum, der in Epping Forest steht. Der Ursprung des Namens ist nicht überliefert, auch wenn sich zahlreiche Legenden und Sagen um den Baum ranken. Unter anderem wird behauptet, dass etliche Jahre lang Hexen ihre Zeremonien in der Nähe dieses Baums abhielten. Diese Rituale würden letztendlich dafür sorgen, dass jeder, der den Stamm der Grünstrom-Eiche berührt, auf alle Zeiten verflucht sein, okay? Jo, guck mal, so schnell haben wir das, ne? Okay. Jo. Aktuell haben wir sie nicht so offen, ne? Willst du Caitlin? Toll, ne? So, Tobi. Ist auch beschäftigt und hier kommen. Und sonst haben wir ja auch nichts. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles untersucht, da gehen wir mal hier bei Tom, besuchen wir Tom mal, ne? Hier können wir, glaube ich, noch ein bisschen was verbinden. Lord Marsh und sein Freund sind leidenschaftliche und erfahrene Jäger. Aber nicht. Okay, George Hurst gehörte der Scharfschützeinheit der Lovat Scouts. Ja. Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Ja. Damit können auch Waffen geölt werden. Oh. Whitechapel. Na, ich glaube ja auch nicht. Ich werde Lord Marsh nicht ohne Grund stören. Vielleicht finden wir hier noch jemanden im Pub, aber. Lord Marsh wurde zu einem Treffen eingeladen, das heute bei der Grunzen-Eiche stattfinden soll. Okay. Epping Forest. Ja, ich müsste mal dahin. Karte von Epping Forest. Auf der Karte, die der Einnahme von Lord Marsh beilag, ist die Grunzen-Eiche markiert.
Vielleicht können wir ja das suchen. Genau, ja, aber eine Karte. Ja. Da ist irgendwas. So ein See. Aber passt nicht, das muss ja irgendwie außerhalb sein. Ja. Ja, mach doch mal, ne? Ja. Wiggins hat bestimmt viele spannende Geschichten über sein Leben hier in London auf Lager. Es wäre so romantisch. Ja, dann. Vernünftig sauber. Weißt du, Wiggins hatte nicht das angenehmste Leben bisher. Das macht ihn nur noch interessanter. Okay. Ich lass dich jetzt alleine. Ja dann. Wir haben irgendwas hier dabei. Ja. Nach Epping Forest gehen Lord Marsh und seine Freunde zu der Stelle im Wald gegangen, die auf der Karte von George Charles markiert ist, um dort ein Treffen abzuhalten. Der Epping Forest. Schauen wir hier. Okay. Ja dann. Die Szene kennen wir aus der Einleitung. Na dann. Schau aber nicht so lange, ne? So, hier, ein bisschen in der Richtung. Ja dann. Da war wohl nicht so toll, ne? So. Ja, das ist natürlich. Entscheiden sich für einen einfachen Weg um den Dorfes Gebüsch. Felsbrocken, da gehen wir natürlich lieber. Gehen wir natürlich lieber hier, ja. Ja. Schau mal hier ein bisschen.
Schau mal hier. Schau mal, was passiert jetzt? Ja, dann. Er ist weg. Wir sind geflohen. Ja. Dieser Mann ist noch nicht lange tot. Leiche ist noch wahr. Okay. Okay. Wissen wir noch nicht. Oh, da war ja hier so eine blöde Bärenfalle. Ein großer Felsen. Das ist die tiefste Felsen, in der wir befinden, um einen sicheren Weg durch den Sumpf zu finden. Okay. So. Okay. Okay.
Können wir eigentlich sogar zurück. So, jetzt laufen wir wieder voll zurück wieder. Ah, okay. Der war jetzt auf Gebiet hier. Ja dann, was ist das denn? Okay. Mein Zustand verschlechtert sich. Ich muss mich um meine Wunde kümmern. Was ist das denn? Hier ist noch so ein Haus. Okay, was haben wir hier so? Der Quartermain Club. Das hier muss Lord Marsh's Hütte sein.
sonst noch irgendwas hier? Ja, das bist du einmal. Herausfinden, was in Epping Forest vor sich geht, okay. Ja, okay. Vielleicht haben wir hier irgendwas. So, da haben wir das hier. George, okay. Persönliches Motiv: George Hurst hatte vor, Lord Marsh zu töten. Er sieht in ihm einen Sündenbock für sein eigenes Versagen. Oder George Hurst hat vor, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen und Lord Marsh zu bestrafen. Ja, Rache, ne? Rote Farbe zeigt dann, dass sich Herleitungen widersprechen. Solche Konflikte können sie lösen, indem sie... Okay. Dann doch. Hier ist noch was. Irgendjemand hat Jagd auf die Bedürftigen und Lords gemacht, die mit dem Sonderausführungsprogramm zu tun haben. Hurst macht Jagd, George Hurst macht Jagd im Wald auf Bedürftige und Lords. Lords machen Jagd, Lord Marsh und seine Freunde machen im Wald Jagd auf Bedürftige. Hurst ist ein Psychopath. Hurst ist ein Psychopath, George Hurst ist ein Psychopath, der es auf die Bedürftigen und Lords abgesehen hat, die mit dem Sonderausführungsprogramm zu tun haben. Keine Gnade vor George Hurst. George Hurst ist ein Psychopath und ein gefährlicher Verbrecher, der seinen Sohn Tom zurückgelassen hat, um als Förderer und Teilnehmer des Sonderausführungsprogramms zu töten. Er gehört lebenslang weggesperrt. Oder Gnade vor George Hurst. George Hurst muss in einem Sanatorium behandelt werden. Er ist krank und kann für seine Tat nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Bleibt so offen, dass er geheilt werden kann, denn Tom braucht seinen Vater. Komm, machen wir mal Entscheidung bestätigen. Guck mal, was ist passiert. Wenn ich sie im Visier gehabt hätte, hätte ich sie nicht nur verwundet,
Ja, dann. Marsch. So wurden sie also krank. Nochmal. Beim Enthaupten ihrer Tuberkulose-kranken Opfer steckten sie sich an. Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit. Ich lag falsch. Der beste Detektiv von England. Sie starben, ihr Lord. Ein langsamer Tod. Ja, dann. Ja, dann wäre eigentlich. Ja. Ja, Kunde. George Hurst hat die Gerechtigkeit selbst in die Hand genommen. Er war der Einzige, der sich um die vermissten Armen gesorgt hat. Er ließ seinen Sohn Tom allein zurück, um die Schuldigen zu bestrafen, weil er glaubte, dass das sonst niemand tun würde. Gnade für George Hurst. Gefundene Hinweise 18. 9% der Spieler mit derselben Entscheidung. Okay. Dann machen wir mal bestätigen. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstellen für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung füllen. Mit Ja bestehen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ja, bitte. Eine Studie in Gut. Ich würde mal sagen, das war's dann jetzt mit Ja-Kunde. Bewertet doch mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.